Sehr geehrter Herr Professor Daase, sehr geehrte Frau Schmidt, meine sehr verehrten Damen und Herren und lieber Stefan, wie immer ist es mir eine Freude und irgendwie Problem gleichermaßen direkt nach dir sprechen zu müssen, denn du führst über deinen Fundus immer an die Themen so heran, dass ich mir dann bei meinen Worten immer relativ klein und trivial vorkomme und ich versuche dann innerlich dagegen anzukämpfen, um selber noch so ein bisschen Euphorie auszustrahlen, aber du hast das wieder hervorragend gemacht. Meine Damen und Herren, wir machen jetzt diese Veranstaltungsreihe Goethe Lectures Offenbach seit 2014. Ich glaube, wir waren nur ein einziges Mal annähernd so ausverkauft sozusagen wie heute. Das zeigt, dass wir zum einen mit dieser Reihe Goethe Lectures Offenbach einen Nerv getroffen haben. Ich sehe Gesichter, die ich auch aus anderen Vorträgen schon kenne. Ich sehe auch jedes Mal wieder neue Gesichter und das zeigt mir, wir haben so eine Art Gruppe aufgebaut, Fanclub aufgebaut, die immer zu diesen Veranstaltungen kommen und immer themenbezogen, dann erreichen wir auch ganz neue. Und das ist eigentlich etwas, was in diesem Format für mich sehr einzigartig und sehr hervorragend ist. Normalerweise sage ich dann immer, wir freuen uns alle sehr, mit Ihnen, Herr Professor, erhalten zu haben und so, und alles wird gut. Aber heute ist es für mich wirklich etwas Besonderes, denn in dem Moment, wo die Ria mir sagte, wer der Referent ist und wie das Thema sein wird, habe ich mich tatsächlich richtig persönlich gefreut auf den Tag heute. Ihr Vortrag mit dem Titel Die Krise der Weltordnung ist nämlich, und das ist vielleicht der Grund, warum ich mich so besonders gefreut habe, oder vielleicht ist Freude nicht das richtige Wort, sondern gespannt war auf den Abend. Das ist ein Thema, was jeder von uns, egal welche Nachrichtensendung er am Abend einschaltet, momentan in unglaublich harter Art und Weise immer wieder erlebt. Also wenn ich nachdenke, glaube ich, dass in meinem bisherigen 60-jährigen Leben es eigentlich wenig Zeiträume gab, in denen über eine längere dreijährige Zeit hinweg quasi jede Nachrichtensendung, wenn man sie zuspitzt, irgendwie dieses Thema oder ein ähnlich beängstigendes vor sich herschiebt. Und das macht es für mich eben besonders interessant heute. Die Frage, wie geht es mit der Weltordnung der westlichen Prägung, wie wir sie kennen oder kannten, weiter? Ganz spannendes Thema. Sind so internationaler Liberalismus, sind Institutionen wie UNO Auslaufmodelle? Ist das noch zu halten? Geht das alles kaputt? Wie geht es mit Freihandel und Menschenrechten weiter? Ein ganz wichtiges Thema in diesem Zusammenhang. All das treibt uns sicherlich alle um. Und wir alle werden jeden Tag in den Nachrichtensendungen mit Themen konfrontiert, die uns da nachdenklich machen, wenigstens. Für mich interessant heute zu hören, wie ein Politikwissenschaftler mit diesem Thema vielleicht etwas kühler, etwas emotionsloser, aber dafür tiefer umgeht. Ich glaube, das ist für mich heute das Spannende zu sehen. Wir haben Themen, über die wir momentan immer informiert werden, die reichen von Aufstieg Trumps und seinem relativ brutalen Protektionismus. Man braucht aber gar nicht so weit gucken. Wir haben den Brexit und wir haben in Europa als Beispiel Ungarn und Polen, wo man sicherlich sagen kann, es gibt nationalistische, populistische Bewegungen, die einem mindestens nachdenklich machen, vielleicht sogar betroffen oder beklemmt. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie sind wie ich gespannt, jetzt noch ein bisschen mehr über dieses Thema zu erfahren. Wie immer werden wir und wollen wir Sie im Anschluss an den Vortrag unten noch zu einem kleinen Essen und Trinken einladen, einen kleinen Snack, ein paar Getränke. Und Herr Professor Daase bleibt uns da auch noch erhalten, sodass man da auch noch mal intensiv an den Themen, die sich dann vielleicht ein bisschen gesetzt haben, weiter diskutieren kann, untereinander, aber auch mit dem Referenten. Das ist ja eigentlich auch eine der spannenden Elemente unseres Goethe Lectures Offenbach. Bevor ich aber Ihnen das Mikrofon dann gebe für den Vortrag, möchte ich mich noch beim Cluster bedanken. Und natürlich auch beim Klingspor-Museum, denn die Kooperation macht mir seit 2014 viel Spaß. Und ich habe das immer gesagt in den letzten Veranstaltungen, der eine oder andere hat es schon gehört. Es gab
Veranstaltungen, zu denen ich nicht hingegangen wäre, wenn ich nicht Veranstalter gewesen wäre. Und es wäre ein Fehler gewesen, nicht hinzugehen, weil ich jedes Mal wieder Faszination erlebe, wenn Wissenschaftler in der Lage sind, Dinge des täglichen Lebens auch nochmal von anderen Sicht zu sehen. Das ist, glaube ich, so eine der Stärken dieses Themas. Und das ist ja auch einer der Aufträge des Clusters, nämlich einen Beitrag zum Wissenstransfer in die Stadtgesellschaft zu leisten. Und ich freue mich besonders und bin irgendwie auch ein klein wenig stolz darauf, dass es uns seit 2014 gelingt, das insbesondere gerade in Offenbach stärker zu machen. Ich glaube, da haben wir einen kleinen Vorsprung vor anderen Städten und das macht mich froh. Bevor Sie aber nun an den Vortrag kommen, übergebe ich sehr, sehr gern das Wort noch an die Geschäftsführerin des Clusters, Frau Schmidt. Bitte schön. Lieber Hausherr, Herr Dr. Solteng, lieber Herr Amberger, liebe meine Damen und Herren, uns besonders natürlich, lieber Professor Dase. Wir freuen uns sehr von Seiten des Clusters. Ich erspare Ihnen meine Assoziationen mit dem Thema, damit wir Sie nicht so lange auf die Folter spannen. Aber eine perfekte Vorlage hat mir Herr Amberger jetzt gelegt. In der Tat, wenn Sie sich vorher fragen, was ist so ein Exzellenzcluster, ist ja schon ein sehr abstraktes Wort. Übrigens ist das nicht auf unserem Mist gewachsen. Das wurde uns vom Fördergeber vorgegeben. Also wir betrachten uns nicht selber als exzellent, sondern das ist die Förderlinie, die Initiative, die unsere Mittel zur Verfügung stellt. Also, und was macht so ein Forschungsverbund? Natürlich forschen an der Universität, aber wir haben es von Anfang an als unsere Aufgabe betrachtet, wie Sie sagen, Wissenstransfer in die Gesellschaft und zwar nicht nur one way irgendwie einen Vortrag zu halten, sondern in den Dialog und in die Diskussion mit der Stadtgesellschaft einzutreten. Und das haben wir lange in Frankfurt gemacht und irgendwann haben wir uns gedacht, und diejenigen, die von Ihnen, die häufiger kommen werden, denken, das sagt sie jedes Mal und das stimmt auch. Also jedes Mal sage ich, irgendwann haben wir überlegt, wir gehen mal wie Goethe auch über den Main und zwar nach Offenbach und haben da geschätzte Kooperationspartner in der Wirtschaftsförderung gefunden und im Klingspor-Museum und wie Herr Amberger schon sagt, haben wir da eine wunderbare Kooperation seit 4 Jahren, für die ich mich von unserer Seite auch sehr herzlich bedanken möchte und dass die Offenbacher Stadtgesellschaft genauso häufig immer wieder zu unseren Veranstaltungen kommt, darüber freuen wir uns natürlich sehr. Also herzlichen Dank Ihnen allen. Jetzt möchte ich Ihnen aber Professor Dase kurz vorstellen, damit Sie wissen, wer zu Ihnen spricht. Professor Dr. Christopher Dase ist Professor für internationale Organisationen an der Goethe-Universität und ist einer der Hauptforscher unseres Forschungsverbundes und zugleich stellvertretendes geschäftsführendes Vorstandsmitglieds unseres Partnerinstituts, des Leibniz-Institutes Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Nach einem Doppelstudium der Germanistik, Philosophie, Kunstgeschichte und der Politikwissenschaften. Sie sehen schon, Interdisziplinarität nehmen wir ernst, insbesondere auch bei unseren Professorinnen und Professoren. An den Universitäten Hamburg, Freiburg im Breisgau und Berlin war er MacArthur Fellow in International Peace and Security an der Harvard-Universität, von 94 bis 2001 wissenschaftlicher Mitarbeiter der Außenstelle Transatlantische Außen- und Sicherheitspolitik am renommierten Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft an der FU Berlin. Dort wurde er mit einer Arbeit, die den Titel Kleine Kriege, große Wirkung, wie unkonventionelle Kriegsführung die internationale Politik verändert, promoviert und anschließend diese Arbeit mit dem Ernst-Reuter-Preis ausgezeichnet. Nachdem er als Senior Lecturer im International Relations an der University of Kent at Canterbury und als Direktor des Programms für internationale Konfliktanalyse an der Brussels School for International Studies tätig war, er die Professur bis 2009 für internationale Politik im Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaften an der LMU München inne gehabt. Und dann hat unser Forschungsverbund überlegt, dass wir Professor Dase auf keinen Fall in München lassen können. Und einem hoffentlich reizvollen Angebot ist es uns gelungen, ihn nach Frankfurt, aber als Clusterprofessor, also einer unserer 10 neu eingerichteten Professuren, hier an den Cluster und an die Goethe-Universität zu holen, wo er seither die Professur für internationale
internationale Organisation innehat. Zusätzlich, ich habe es im Eingangssatz gesagt, ist er im Vorstand der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung und leitet dort die Programmbereiche internationale Sicherheit und gemeinsam mit Professor Deitelhoff den Bereich transnationale Akteure. Bei den Publikationen, da Sie ja nicht bis morgen bleiben wollen, nenne ich Ihnen nur die neuesten drei. 2018 der Beitrag Institutionalisierte Informalität im Band Ordnung und Regieren in der Weltgesellschaft. Dann ein Sonderheft der politischen Vierteljahrsschrift Verantwortung in der Politik und Politik in der Verantwortung, auch aus 2017. Den Sammelband Salafismus und Dschihadismus in Deutschland, Ursachen, Dynamiken, Handlungsempfehlungen in der Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung. Dann ein Band Herrschaft in den internationalen Beziehungen, herausgegeben unter anderem mit Nicole Deitelhoff. Er schreibt über Opposition und Dissidenz in der Weltgesellschaft. Und zuletzt, jetzt im Juni auf der Bundespressekonferenz, wurde das Friedensgutachten 2018 herausgegeben. Etwas, was die Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung seit, ich glaube, 34 Jahren macht. In einer ganz neuen Form wird das an aktuelle Konfliktgeschehen analysiert, Tendenzen der internationalen Friedens- und Sicherheitspolitik aufgezeigt und soll mal einer sagen, wir machen immer nur im Elfenbeinturm Forschung. Nein, dort gibt es auch konkrete Empfehlungen für das friedenspolitische Handeln der deutschen Bundesregierung. Daneben schult er in Berlin gerade zuletzt 3 Wochen bis letzte Woche junge Diplomatinnen und Diplomaten in Außenpolitik. Und im letzten Jahr hat er sich schon mal mit America First beschäftigt, mit einer viel beachteten Ringvorlesung an der Universität. Angriff auf die liberale Weltordnung, US-Außen- und Sicherheitspolitik unter Trump. Ich könnte Ihnen noch viel mehr erzählen. Sie sehen aber, dass Professor Dase international, interdisziplinär und in sehr vielen Feldern ausgewiesen sind. Lieber Christopher, wir freuen uns auf deinen Vortrag. The floor is yours. Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Herr Soltek, Herr Amberger, liebe Rebecca, für diese Vorstellung. Berührt mich immer ein bisschen peinlich, aber danke auch für die Einladung hier, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie werden sich sicher erinnern oder vielleicht erinnern, nach dem Ende des Kalten Krieges und als die Mauer fiel, da sprach man viel vom Ende der Geschichte und dem Triumph des Liberalismus. Heute spricht man von der Krise des Liberalismus und die Geschichte wiederholt sich. Francis Fukuyama, ein wichtiger Intellektueller in den USA, hat in seinem Buch 1992 The End of History and the Last Man argumentiert, dass der Sieg über die Sowjetunion und das Ende des Kalten Krieges nicht nur die historische Niederlage des Kommunismus besiegelte, sondern auch die Alternativlosigkeit des liberalen Gesellschaftsmodells bedeute und dokumentiert habe. Das Zeitalter politischer Ideologien, so sagte er, sei vorüber und die Demokratie auf dem Durchmarsch. Nun, diese Prognose hat sich nicht erfüllt. Im Gegenteil, zwischen den Jahren 2000 und 2015 ist die Demokratie in 27 Ländern zusammengebrochen. Unterschiedliche Demokratieindizes zeigen, die versuchen, den Freiheitsgehalt, den Freiheitsgrad zu messen. Die zeigen, dass viele autoritäre Länder noch autoritärer geworden sind und viele demokratische Länder weniger demokratisch. Denken Sie an Polen, an Ungarn und die Türkei. Und international zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Auch auf der Ebene des internationalen Systems ist der Liberalismus auf dem Rückzug. Doch vor kurzem hieß es, dass die liberale Weltordnung von ein paar aufstrebenden Mächten, vor allem von China, Indien, vielleicht Brasilien, bedroht werde. Inzwischen allerdings zeigt sich, dass es vor allem die USA sind, die diese Ordnung unterminieren. Und der Präsident Trump sind die USA von einer Garantiemacht der liberalen Weltordnung zu einem Gefährder, zu einem wichtigsten Gefährder dieser Ordnung geworden. Denn wenn normative Ordnungen von außen kritisiert und herausgefordert werden,
ist es das eine. Wenn Sie von denjenigen, die Sie etabliert und über Jahrzehnte aufrechterhalten haben, diejenigen sich abwenden, dann ist es etwas ganz anderes und kann als eine handfeste Krise bezeichnet werden. Es stellt sich dann natürlich die Frage, wie es sein kann, dass ausgerechnet die Champions der liberalen Weltordnung, die USA, die seit Jahrzehnten die internationale Ordnung basierend auf den institutionalisierten Prinzipien individueller Rechte, freien Handels und internationaler Kooperation getragen haben, diese Ordnung aufkündigen. Denn so muss man die Politik Trumps verstehen. Als Abkehr von den Prinzipien des freien Welthandels und der Hinwendung zum wirtschaftlichen Protektionismus. Als Diffamierung internationaler Organisationen und Denunzierung multilateraler Kooperation. Als Verächtlichmachung internationaler Normen und die Missachtung internationalen Rechts. Aber es wäre natürlich zu einfach, allein Donald Trump für die Krise der liberalen Weltordnung verantwortlich zu machen. Trump ist ebenso gut Folge wie Ursache dieser Krise. Er ist vor allem ein Katalysator, der die Widersprüche der liberalen Ordnung verschärft und sie krisenhaft zuspitzt. Denn Trump ist ja nicht alleine. Der Brexit wurde eben schon genannt. Die Abkehr Großbritanniens vom europäischen Friedens- und Integrationsprojekt zielt in die gleiche Richtung. Genauso wie die illiberalen Tendenzen, die sich ganz offen in Polen und Ungarn, den ehemals liberalen Vorzeigestaaten des neuen Mitteleuropas zeigen und in populistischen Bewegungen in Frankreich, Italien, Österreich und Deutschland, um nur die zu nennen, niederschlagen. Allesamt Entwicklungen, die sich gegen die Prinzipien und Institutionen einer offenen Gesellschaft, Freihandel, Freizügigkeit und internationaler Solidarität richten. Es geht also um mehr als um die Person Donald Trump. Es geht um die systemische Krise, wenn Sie so wollen, der liberalen Weltordnung, die Donald Trump nur auf die Spitze treibt. Ich will Ihnen nicht verhehlen, dass die Politikwissenschaft oder wir als Politikwissenschaftler einige Schwierigkeiten haben, diese Krise zu erklären und das Phänomen Trump in den Griff zu bekommen. Der Grund dafür ist, dass die Begriffe und Theorien der Politikwissenschaft selber in gewisser Weise Teil der liberalen Ordnung sind, so dass es uns schwerfällt, mit diesen gleichen Begriffen die Krise dieser Ordnung zu beschreiben. Man kann sagen, dass in den 80er und 90er Jahren so ein liberaler Ansatz, der Glaube an internationale Institutionen, an den Fortschritt der internationalen Politik sich so verfestigt hat, dass wir uns gar nicht vorstellen konnten, dass die internationale Politik einmal in eine andere Richtung gehen könnte. Kurz, Widerstand gegen liberale Werte, Normen und Institutionen hat eigentlich keinen systematischen Ort in den liberalen Theorien internationaler Beziehungen. Ich will Ihnen aber heute nicht über die Politikwissenschaft berichten und wie die versucht, mit diesem Problem fertig zu werden, sondern ich will drei Dinge im Folgenden tun. Ich will kurz skizzieren, worin die liberale Weltordnung überhaupt besteht, und ich will dann zeigen, was die Krise dieser Ordnung, dass diese Krise der liberalen Ordnung nicht erst mit Donald Trump entstanden ist, sondern mehr oder weniger offensichtlich vorher schon bestanden hat, insofern sie in gewissen Widersprüchen des liberalen Denkens selber gründet. Und schließlich möchte ich dann kurz abschließend fragen, wie man diese Krise eigentlich erklären kann. Wenn von der liberalen Weltordnung die Rede ist, ist damit die historisch gewachsene und insbesondere im 20. Jahrhundert institutionell verfestigte Ordnung internationaler Politik gemeint. Also das, was der britische Politikwissenschaftler Hedley Bull die anarchische Gesellschaft genannt hat. Das Konzept der anarchischen Gesellschaft erfasst zwei wichtige Aspekte internationaler Politik. Die Abwesenheit einer starken Zentralgewalt, die für Sicherheit und Frieden sorgen könnte und dafür, dass Vereinbarungen eingehalten werden. Ja, die Abwesenheit dieser Macht ist das Anarchische. Aber Anarchie hier heißt nicht automatisch Chaos, denn gleichzeitig ist es eine anarchische Gesellschaft. Auch im internationalen System gibt es
soziale Konventionen, Normen und Institutionen. Das ist das Soziale an diesem System. Diese internationale Gesellschaft, die anarchische Gesellschaft, hat sich auf der Grundlage der Prinzipien des Westfälischen Friedens, also der internationalen Staatengleichheit, herausgebildet und insbesondere im 19. Jahrhundert durch die britische Freihandelspolitik und das Prinzip der Freiheit der Meere konsolidiert. Im 20. Jahrhundert waren es dann vor allem die USA, die dafür sorgten, dass sich dieses System weiter verfestigte und ausbreitete. Hier waren es vor allem die Ideen Woodrow Wilsons, die auf eine territoriale Friedensordnung im Rahmen eines Systems kollektiver Sicherheit zielten und zur Gründung des Völkerbunds führten. Und diese Ideen waren trotzdem wichtig, obwohl natürlich die USA selber dem Völkerbund nicht beitraten, wie Sie wissen, und der Völkerbund im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs scheiterte. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg war es wieder ein amerikanischer Präsident, Franklin D. Roosevelt, der den Faden institutionalisierter Kooperation aufnahm und zur Errichtung des Systems der Vereinten Nationen, aber auch der Weltwirtschaftsinstitution des sogenannten Bretton Woods-Systems beitrug. Es ist diese auf Sicherheit und Wohlstand zielende institutionelle Ordnung, die in ihrer ganzen Komplexität als liberale Weltordnung bezeichnet werden kann. Das heißt, es sind also nicht nur die konkreten Institutionen und Organisationen, sondern es sind auch und vor allem die Normen und Werte, auf denen sie basieren. Die Ideen der Offenheit und Fortschritt, regelbasierter Kooperation und Multilateralismus, individueller Freiheit und Menschenrechte. Und das macht die liberale Weltordnung zu einem sehr schwer fassbaren Phänomen und die Behauptung, diese Ordnung sei in der Krise schwierig zu belegen. Wenn man es doch versuchen möchte zu tun, dann kann man vielleicht dieses Konzept liberale Weltordnung mit drei Begriffen charakterisieren. Der erste Begriff, der zu nennen wäre, ist der Begriff der Freiheit. Die liberale Weltordnung basiert auf der Annahme universeller Prinzipien individueller Freiheits- und Menschenrechte. Und damit wird dem Anspruch ethnischer, rassischer, tribaler, aber auch nationaler Vorrechte und Differenzierung eine Absage erteilt und die individuelle Freiheit des Menschen auch gegenüber dem Staat in den Mittelpunkt gestellt. Der zweite Begriff ist der Institution. Die liberale Weltordnung basiert auf der Annahme, dass im Prinzip alle Probleme der internationalen Politik, Sicherheit, Wohlstand, Entwicklung, Umwelt und so weiter, sich durch multilaterale Kooperationen im Rahmen internationaler Institutionen bearbeiten, wenn nicht lösen lassen. Institutionen sind deswegen so wichtig, weil sie Erwartungsverlässlichkeit herstellen und Staaten dazu veranlassen, über ihre individuelle Nutzenmaximierung hinaus gemeinsame Interessen in den Blick zu nehmen. Der dritte Begriff ist der des Rechts. Die liberale Weltordnung basiert auf der Annahme, dass die Herrschaft des Rechts nicht nur innerhalb von Staaten, sondern auch im Verhältnis zwischen den Staaten eine dauerhafte Ordnung garantieren kann. So schwach die Durchsetzungsmöglichkeiten des Völkerrechts auch sind, das Recht ist in der Annahme des Liberalismus die einzige Möglichkeit, internationale Konflikte friedlich zu schlichten. Und ein vierter Begriff ist hier unerlässlich, nämlich der Begriff des Freihandels. Dass Handel nicht nur zu Wohlstand führt, sondern auch dem Frieden zwischen den Völkern dient, ist eine der ältesten Glaubenssätze des Liberalismus. Die liberale Weltordnung basiert folglich auf der Überzeugung, dass der Abbau tarifärer und nicht-tarifärer Handelshemmnisse global Wohlstand, Entwicklung und letztlich auch den internationalen Frieden fördert. So mit den Begriffen Freiheit, Institutionen, Recht und auch Freihandel ist die liberale Weltordnung sicher nicht vollständig beschrieben, aber doch als eine normative Ordnung charakterisiert, die sich dem Anspruch nach zumindest deutlich von anderen Vorstellungen
der internationalen Politik abhebt. Etwa einer Vorstellung, dass es sich hier um einen vollkommen regellosen Raum handelt, in dem Staaten um Macht konkurrieren und nur das Recht des Stärkeren gilt. Und es ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass dieses Ideal einer liberalen Weltordnung zumindest in Ansätzen und mit Einschränkungen natürlich in den letzten 70 Jahren etabliert und aufrechterhalten worden ist. Aber in den letzten Jahren haben sich einige Schwächen und Probleme in diesem System gezeigt und schnell war das Wort von der Krise in aller Munde. Dabei galt bis vor kurzem folgendes Narrativ. Der Westen, insbesondere die USA und Europa, seien gewissermaßen die Hüter des liberalen Internationalismus und hielten die liberale Ordnung aufrecht. Neue Mächte würden aufsteigen, die von dieser Ordnung profitieren und mehr Mitsprache einfordern. China, Indien, Brasilien, aber auch Russland besäßen andere politische Systeme, andere kulturelle Werte, andere ökonomische Aspirationen und folglich andere Interessen, die mit denen des Westens nicht kompatibel seien. Sie würden den Westen herausfordern, indem sie mehr Macht und Einfluss in internationalen Organisationen fordern und die internationale Weltordnung in eine weniger liberale Richtung lenkten. Fort von Individualrechten hin zu Kollektivrechten, fort von Freihandel hin zu Protektionismus, fort von multilateralen Institutionen hin zu Bilateralismus, fort von rechtlicher hin zu politischer Konfliktregelung. Der Effekt sei ein weiterer Machtverlust der USA und unter Umständen die Destabilisierung der Weltordnung. Bislang haben Politikwissenschaftler solche Katastrophenszenarien von sich gewiesen oder sich dagegen verwahrt. Auch John Eikenberry, einer der profiliertesten und einflussreichsten Theoretiker der liberalen Weltordnung, hält sie für übertrieben. Zwar verändere sich die Position der USA im globalen Machtgefüge, aber die liberale Weltordnung sei lebendig und gesund. Streit zwischen dem Westen und den aufstrebenden Mächten werde nämlich nicht um die Gültigkeit fundamentaler Prinzipien der Ordnung geführt, sondern vielmehr um die Mitsprache- und Mitwirkungs- und Mitgestaltungsrechte innerhalb dieser Ordnung. Die Machtverschiebungen, die sich im internationalen System andeuten, versteht Eikenberry deshalb auch nicht als eine Niederlage des internationalen Systems bzw. der liberalen Weltordnung, sondern als ihren endgültigen Sieg, weil sie nämlich notwendige Machtanpassung ermögliche. Zur liberalen internationalen Ordnung gäbe es keine Alternative, sagt Eikenberry. Das war 2011 und entspricht noch weitgehend dem Befund vom Ende der Geschichte, den ich am Anfang zitiert habe. Aber inzwischen stellt sich, wie gesagt, die Lage anders dar. Die größte Herausforderung sind nicht mehr illiberale Staaten, die die liberale Weltordnung bedrohen, sondern liberale oder exliberale Staaten, die sich gegen die von ihnen etablierte Ordnung wenden. Im Zentrum stehen natürlich die USA unter Trump und ihre abnehmende Bereitschaft, weiterhin die Ordnung aufrechtzuerhalten, die sie selbst schufen und die, so zumindest die Ansicht von Robert Kagan, angewiesen ist auf amerikanische Sicherheitsgarantien und die Bereitschaft, den freien Welthandel zu gewährleisten. Nun, ob die liberale Weltordnung tatsächlich auf eine starke Führungsmacht angewiesen ist, wie die Vertreter der sogenannten hegemonialen Stabilitätstheorie meinen, oder ob es möglicherweise andere neue Konstellationen gibt, mit denen die liberale Weltordnung auch ohne Hegemonen aufrechterhalten werden könnte, ist natürlich eine wichtige Frage. Tatsache jedenfalls ist, dass in den letzten 70 Jahren die liberale Weltordnung und die Staaten und Organisationen, die sie ihr zurechnen, sich auf die amerikanische Führungsmacht als wohlwollenden Hegemon verlassen konnte und ein Stück weit auch ausruhen konnte, die bereit und in der Lage war, die Rolle einer Garantiemacht zu übernehmen, was natürlich nicht bedeutet, überall den Weltpolizisten zu spielen, aber doch dort einzugreifen, wo es um die Fundamente der liberalen Weltordnung ging,
was nebenbei bemerkt, die USA nie davon abgehalten haben, auch und vor allem nationale Interessenspolitik zu betreiben. Aber es war eben im Interesse der USA, individuelle Freiheitsrechte und Menschenrechte global zu fördern, multilaterale Institutionen zu stärken und das Völkerrecht letztlich zu achten. Das gilt so nicht mehr. Tatsache ist, dass die Wahl Donald Trumps signalisiert, dass viele Amerikaner nicht länger bereit sind, die finanziellen und anderen Kosten zur Aufrechterhaltung der liberalen Weltordnung zu tragen. Trump jedenfalls hat ein viel engeres Verständnis von dem, was amerikanische Interessen sind und dass America First keine leere Phrase ist, sondern ein konkretes Projekt, hat er mehrfach unter Beweis gestellt. Er hat seine Verachtung für multilaterale Verhandlungsforen, selbst für Militärallianzen wie die NATO, unter Beweis gestellt. Er hat Bereitschaft signalisiert, Einflusssphären und regionale Hegemonie zu akzeptieren. Er hat Abstand genommen von hehren liberalen Normen und einer aktiven Menschenrechts- und Demokratiepolitik. Und er hat keinen Zweifel daran gelassen, dass ihm kurzfristige Gewinne wichtiger sind als ein langfristig offenes Wirtschaftssystem oder eine intakte Umwelt. Und doch hat Donald Trump radikalisiert im Grunde genommen nur Positionen, die sich bereits bei seinen Vorgängern angedeutet haben. Mehr noch, er vertritt Positionen, die sich zum Teil aus den Widersprüchen der liberalen Weltordnung und so, wie sie zuletzt gehandhabt wurde, ergeben. Und ich will das an den drei Kernbegriffen, mit denen ich die liberale Weltordnung vorhin skizziert habe und charakterisiert habe, Freiheit, Institution und Recht, kurz verdeutlichen. Im Zentrum liberalen Denkens steht, wie gesagt, die Freiheit des Individuums. Damit wird dem Staat und anderen kollektiven Körperschaften eine untergeordnete, gewissermaßen dienende Funktion zugewiesen. Staaten und Organisationen sind für das Wohl des Menschen da, nicht umgekehrt. In der internationalen Ordnung ist diese Idee mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und dem Pakt über bürgerliche und politische Rechte institutionalisiert, wenn sich da auch durchaus eine gewisse Spannung zum Souveränitätsprinzip auf staatlicher Ebene ergibt. Aber wichtiger ist die Spannung zwischen dem eigentlichen Kern der Menschenrechte, nämlich ihr Charakter als Abwehrrechte gegenüber dem Staat einerseits und der Praxis internationaler Politik, in der Menschenrechte als Legitimation staatlichen Eingreifens, nämlich zur Durchsetzung von Menschenrechten, dienen. Während die menschlichen Freiheitsrechte den liberalen Staat auf Nichtintervention verpflichten, ermöglichen sie im Rahmen der liberalen Weltordnung staatliche Intervention. Nachweisen kann man das im Einzelnen an der Diskussion über die sogenannte humanitäre Intervention und die Frage, ob Militäraktionen zum Schutz von massiven Menschenrechts- oder zur Vermeidung von massiven Menschenrechtsverletzungen mit oder ohne Mandat des UN-Sicherheitsrats gerechtfertigt sind. Die liberalen Verfechter eines extensiven Interventionsrechts der internationalen Gemeinschaft argumentieren dabei mit der normativen Priorität individueller Freiheitsrechte vor kollektiver Staatssouveränität. Das ist die sogenannte Schutzverantwortung, die Responsibility to Protect, die der internationalen Gemeinschaft erlaubt, dann militärisch tätig zu werden, wenn das Heimatland nicht in der Lage oder willig ist, massive Menschenrechtsverletzungen zu unterbinden. Das liberale Credo geht aber darüber hinaus. Insofern das humanitäre Interventionsrecht nicht nur für die Weltgemeinschaft, konkret also den UNO-Sicherheitsrat, gefordert wird, sondern auch für liberale Regionalorganisationen, zum Beispiel die NATO, oder gar für liberale Einzelstaaten reklamiert wird. Im Grunde geht es hier um ein staatliches Interventionsrecht, um individuelle Freiheitsrechte gegen staatliche Intervention zu schützen. Die Widersprüchlichkeit im liberalen Konzept humanitärer Intervention ist, glaube ich, offenkundig. Insofern es einen interventionistischen Nicht-Interventionismus propagiert. Wohlgemerkt, ich kritisiere hier gar nicht das Konzept der humanitären Intervention oder die Responsibility to Protect.
Die Fragen sind komplex und schwierig genug. Ich will nur auf die inhärente Widersprüchlichkeit liberaler Praxis internationaler Politik hinweisen und die Selbstüberforderung der internationalen Gemeinschaft, die sich im Sinne liberalen Fortschritts immer weitergehende Rechte und Aufgaben auflädt, ohne sie konsistent durchsetzen zu können. Dass vor diesem Hintergrund die Frustration mit den überbordenden Ordnungsansprüchen der Weltgemeinschaft wächst und die Bereitschaft sinkt, sich an ihrer Implementierung zu beteiligen, kann nicht verwundern. Trumps Weigerung, liberale Schutzprogramme der internationalen Gemeinschaft zu akzeptieren, ist im Übrigen ganz auf der Linie von Barack Obama, der zuletzt selber sehr skeptisch gegenüber militärischem Humanismus eingestellt war. Kommen wir zum zweiten Aspekt, den Institutionen. Das zweite Stichwort der liberalen Weltordnung war ja Institutionen. Tatsächlich ist Institutionalisierung ein Kernanliegen des Liberalismus, weil davon ausgegangen wird, dass so Kooperationsstrukturen geschaffen werden können, die dauerhaft die anarchischen Bedingungen des internationalen Systems überwunden werden können. Von internationalen Organisationen wird angenommen, dass sie, anders als Nationalstaaten, die dem Eigeninteresse verpflichtet sind, dem Allgemeinwohl der liberalen Weltordnung dienen. Freilich hält dieses Idealbild der empirischen Prüfung nicht ganz stand. Erstens haben internationale Organisationen durchaus bürokratische Eigeninteressen, die dem Gemeinwohl widersprechen können. Und zweitens haben internationale Organisationen die unangenehme Eigenschaft, nur so viel leisten zu können, wie es ihnen die Mitgliedstaaten gestatten. Die Ineffizienz, Ineffektivität und die Verkrustungen internationaler Organisationen haben dazu geführt, dass insbesondere liberale Staaten nach Mitteln und Wegen gesucht haben, außerhalb dieser Organisation zu kooperieren. War also die liberale Weltordnung lange durch einen sogenannten Move to Institutions, also eine Tendenz hin zu immer mehr Institutionen und Organisationen gekennzeichnet, also verbunden mit einem exponentiellen Zuwachs an internationalen Organisationen, macht sich gegenwärtig eine Gegenbewegung stark oder merkt man eine Gegenbewegung, nämlich ein Move from Institutions, ein Trend weg von formalen hin zu informellen Kooperationsstrukturen. Man denke etwa an die G7, an G20 und andere informelle Institutionen und sogenannte Coalitions of the Willing, die den etablierten Organisationen, etwa der UNO und anderen Organisationen, durchaus Konkurrenz machen und dem eigentlichen Credo der liberalen Weltordnung widersprechen, dass nämlich formale internationale Institutionen das Mittel der Wahl zwischenstaatlichen Kooperierens sind. Auch hier hat Trump einen bereits existierenden Trend nur verschärft, indem er dem Multilateralismus eine klare Absage erteilt und den bilateralen Deal sucht. Kommen wir zum dritten Punkt, Recht. Die liberale Weltordnung ist eine Rechtsordnung oder zumindest sieht sie in der Verrechtlichung von Beziehungen und Problembereichen das Potenzial, Konflikte zu vermeiden oder zumindest friedlich zu regeln. In diesem Sinne ist nicht zuletzt das große liberale Projekt zu sehen, den Krieg rechtlich einzuhegen und letztlich ganz zu verbieten. Über das Genfer und Haager Recht, den Völkerbund, den Brion-Kellogg-Pakt bis hin zum allgemeinen Gewaltverbot in der UNO-Charta ist es gelungen, den Krieg als legales Mittel der Politik weitgehend zu eliminieren. Auf dem Papier. Das Problem und der Widerspruch bestehen nun allerdings nicht darin, dass dieses Verbot immer wieder gebrochen wird. Das passiert mit vielen Verboten und sie sind deshalb nicht weniger Verbote. Problematischer ist, dass gerade im liberalen Verständnis es mitunter höhere moralische Werte geben kann, die einen Rechtsbruch rechtfertigen, Legitimität also über Legalität triumphieren kann. Das ist etwa der Fall,
wenn angenommen wird, dass Menschenrechte einen höheren Wert als staatliche Souveränitätsrechte haben und deshalb das Völkerrecht, das die souveräne Unversehrtheit von Staaten garantiert, gebrochen werden kann. Das war das Argument, Sie erinnern sich, im Kosovo-Krieg, als die NATO ohne UNO-Mandat militärisch in den Jugoslawienkrieg intervenierte. Legalität und Legitimität stehen gerade im liberalen Denken in einem spannungsvollen Verhältnis, weil einerseits das Legalitätsprinzip hochgehalten, andererseits aber auch Moralität hochgeschätzt wird, die nicht selten mit dem staatlich geprägten Völkerrecht kollidiert. Trumps Haltung, internationale Normen und dem internationalen Recht nur eine untergeordnete Funktion zuzusprechen, steht fest in der Tradition amerikanischen liberalen Denkens des 20. Jahrhunderts. Recht kann helfen, Konflikte zu lösen, aber wenn es nicht hilft, kann es eben auch gebrochen werden. Interessant wird es insbesondere dann, wenn Trump argumentiert, er breche Völkerrecht, um Völkerrecht zu schützen. So geschehen, als Trump einen Militärangriff auf Syrien anordnete, um das Assad-Regime für den Einsatz von Chemiewaffen zu bestrafen. Es ist eine interessante Frage, ob man ein völkerrechtliches Verbot durch das Brechen eines anderen Verbots oder mit dem Brechen eines anderen Verbots aufrechterhalten kann und welche Effekte ein solcher Völkerrechtsbruch auf die entsprechenden Normen, also hier das Chemiewaffenverbot einerseits und das Nichtinterventionsgebot andererseits, hat. Entscheidend dürfte hier die Reaktion der Weltgemeinschaft sein, die allerdings kontroverser nicht hätte sein können. Die liberalen Staaten des Westens haben sich, wenn Sie sich erinnern, hinter Trump gestellt, wenn auch in wohldosierter Distanz. Bundeskanzlerin Merkel zeigte Verständnis für die Reaktion der USA und präzisierte ihre Position im April diesen Jahres dahingehend, dass sie den Angriff für erforderlich und angemessen halte. Russland naturgemäß hat den Angriff als illegal kritisiert und tatsächlich bleibt strittig, ob es sich um einen Völkerrechtsbruch handelt, wie gut begründet er auch im Einzelnen sein mochte. Wie dem auch sei, es wäre schon eine große Ironie der Geschichte, wenn durch solche und ähnliche Ereignisse unilateralen Handelns die internationale liberale Ordnung, das heißt das Festhalten an bestimmten Waffenverboten, durch einen ihrer größten Kritiker, nämlich Trump, gestärkt würde. Wo stehen wir also mit Blick auf die Krise der liberalen Weltordnung? Das Problem ist nicht so sehr, dass Staaten die Regeln des internationalen Systems brechen und liberale Normen und Werte in Frage ziehen. Solange solchem Verhalten widersprochen und Normen und Werte der geltenden Ordnung hochgehalten werden, ist Kritik unproblematisch und sogar notwendig für die Entwicklung und Fortentwicklung internationaler Governance-Strukturen. Problematisch ist, dass die liberale Führungsmacht zum Hauptgegner der liberalen Ordnung geworden ist und systematisch die institutionellen Fundamente dieser Ordnung einreißt. Das ist vielleicht auch das größte Rätsel. Warum ziehen sich die USA nicht einfach aus internationalen Organisationen zurück oder reduzieren ihr Engagement auf ein Maß, das ihr finanzierbar zu sein scheint, sondern unterminieren aktiv die Strukturen, die über Jahrzehnte ihre Vorherrschaft begründet haben? Warum belässt es Donald Trump nicht dabei, die NATO-Mitgliedstaaten zu höheren Verteidigungsausgaben zu drängen, sondern unterminiert aktiv die Glaubwürdigkeit der Allianz, indem er die Bündnisverpflichtung in Frage stellt? Man hat versucht, dieses erratische Verhalten Trumps mit innenpolitischen Rücksichtnahmen oder seinen persönlichen Charaktermerkmalen zu erklären. Aber vielleicht gibt es auch einen Grund, der systemisch in dem Sinne ist, dass er das Verhalten der USA in der Perspektive eines absteigenden Hegemons verständlich macht. Anstatt nämlich ein Rückzugsgefecht im Rahmen der alten Ordnung zu führen und auf den weiteren Aufstieg der konkurrierenden Mächte, vor allem Chinas, zu warten, könnte es rational erscheinen, sich selber zum Vorreiter einer Ordnung zu machen, in der Institutionen,
Recht und liberale Werte keinen Platz mehr haben. Wenn Trump tatsächlich der Meinung ist, dass es die liberale Weltordnung ist, die Staaten wie China, Indien und Russland, aber auch die Europäer, einen komparativen Wettbewerbsvorteil einräumt, wofür im Übrigen einiges spricht, dann liegt es nahe, diese Ordnung einzureißen, um sich einen optimalen Ausgangspunkt für die Zeit nach der liberalen Weltordnung zu sichern. Wie dem auch sei, Tatsache ist, dass die USA nicht mehr die USA sind, auf die sich die Welt oder zumindest der Westen verlassen konnte, dass sie die liberale Weltordnung auch gegen Widerstand aufrechterhalten würde. Freiheit, Institutionen, Recht und Freihandel sind als Werte der internationalen Politik nicht länger selbstverständlich, sondern erfordern mehr Einsatz denn je. Und das stellt die deutsche Außenpolitik und die europäische Außenpolitik vor völlig neue Aufgaben, an denen sie nur wachsen kann. Vielen Dank.